Willkommen in meinem Garten. Wir sind mitten in der Erntesaison. Eine unserer Lieblingsgemüse, aller unserer Lieblingsgemüse, ist die Paradeiser. Und ein bisschen was darf man dazu wissen, weil dann weiß man, wie man damit umgehen soll. Und zwar, sie kommt aus Südamerika. Sie ist eine absolute Wüstenpflanze und eine trockenheitsliebende Pflanze. Ihre Wurzeln können bis zu 2,5-3 Meter tief in den Boden gehen, weil sie Wasser liebt, aber sie will es immer selber suchen. Und der Wurzelballen wird bis zu 15 Kilo schwer. Man kann sich vorstellen, was für einen großen Topf so ein Paradeiser eigentlich braucht. Was braucht sie noch? Sie braucht auf jeden Fall viel Dünger. Alle 2 bis 3 Wochen einen guten organischen Dünger reingeben, dann geht die ganze Kraft in die Frucht. Meine hat jetzt schon wunderbare Blüten angesetzt in einem fantastischen Gelb und die Paradeiser sind Selbstbefruchter. Was heißt das? Wenn bei euch auf Balkon und Terrasse nicht so viel Wind geht, ist ganz wichtig, ein bisschen durchgehen und die Blüten schütteln. Dann wird der Fruchtansatz gefördert und dann gibt es noch mehr Früchte. Noch ein Pflegetipp, ich habe natürlich da so Paradeiserstecker rundherum, dann ist das Ernten leichter und man muss diese Achselblätter entfernen, denn dann geht die ganze Kraft auch in die Paradeiser rein. Ja, aber ab und zu ist es auch wichtig, sie wirklich kräftig zu gießen. Sie ist zwar eine Wüstenpflanze, aber im Topf muss sie natürlich gegossen werden. Und bitte, wenn gießen, dann nie nach 14 Uhr. Die Blätter müssen immer abtrocknen und das Wasser soll wirklich 2-3 Minuten lang unterm Topf wirklich rausrinnen. Dann weiß man, der Wurzelballen ist mit Wasser durchtränkt. Das ist das Besondere dran. Und wenn man sie im Garten hat, dann eher trocken lassen, also wirklich ein paar Tage wirklich trocknen lassen, dann gehen die Wurzeln ganz super in die Tiefe und dann hat sie auch keine Probleme mit der Braun- und Krautfäule. Apropos, wichtig ist, nie das Spritzwasser von der Erde auf die Blätter, dann gibt es auch keine Probleme mit diesem Fäulniserreger. Last but not least, aus den Supermärkten kennen wir vielleicht ein paar Sorten, 3-4 Sorten. Es gibt tausende Sorten und es ist schön, von Johannisbeerfruchtgroßen bis zu den Ochsenherz alles zu haben. Wie gesagt, die braucht volle Sonne, ab und zu ein bisschen antrocknen lassen, kein Spritzwasser auf die Blätter, dann klappt es auch mit den Paradeisern. Ciao!